Ja, genau. Also wir freuen uns einfach sehr, hier noch ein paar Wettkämpfe anzugucken, wenn das noch möglich ist. Und wir versuchen, jeden Athlet oder Trainer oder Betreuer, der aus dem deutschen Haus kommt, mit meiner Musikbox und unseren Vibes zum Tanzen zu bringen. Deswegen, ja, wenn wir an euch vorbeitanzen, tanzt einfach mit. Ja, es war eine lange Anreise. Wir haben wenig geschlafen. Ich kann mich Camilla nur anschließen. Aber es ist Teil unseres Jobs. Wir machen das sehr häufig. Wir sind insgesamt dreimal nach Tahiti und zurückgeflogen, samt mit Vorbereitungen, Trainingslagern etc. Und wir sind es gewohnt zu landen und mit Jetlag und unter halt krasser Erschöpfung direkt wieder zu performen. Ja, wir hatten natürlich eine wunderschöne Zeit. Wir waren eigentlich im Surferparadies. Tahiti ist einer der schönsten Orte der Welt und als Surfer ist es ein Traum, dort surfen zu dürfen. Es ist eine super ikonische Welle und sehr, sehr gefährliche Welle auch. Es war eine riesen Herausforderung für uns, aber ich glaube, dass wir einfach super happy sind, dass wir das Privileg hatten, dort zu sein und mitzumachen. Und ja, für Surfen in Deutschland einfach nochmal Geschichte geschrieben haben. Und das ist einfach schön, dass wir das beide so zusammen gemacht haben. Ich glaube, als Team war das nochmal schöner. Und jetzt einfach alles genießen, alles mitnehmen und weiterhin Surfen als deutsche Disziplin irgendwie auch größer machen. Und das ist einfach schön. Ja, es war eine verrückte Erfahrung, muss ich sagen. Ich hätte es mir nicht so gut vorgestellt. Es hat zwar geschwankt und es war wackelig, aber es war sehr angenehm und wir hatten wirklich super schöne Tage. Ich und Tim haben auf jeden Fall ein bisschen Stimmung in das Schiff reingebracht. Ich glaube, das war super wichtig. Wir haben uns gefreut, wir haben getanzt, wir haben Musik gespielt und jetzt wollen wir einfach noch weiter diese Vibes bis ins olympische Dorf hier in Paris bringen. Ja, wir haben auf jeden Fall so ein bisschen dieses Vorurteil getroffen von, ja, die Deutschen sind so ernst, die Deutschen lachen selten. Wir sind da mit einem dicken Lachen reingegangen, haben den ganzen Tag getanzt, mit den anderen Teams connected, gute Musik gespielt und wir hatten eine sehr gute Zeit und es war halt ein bisschen schwierig, weil es ab und zu ein bisschen geschwankt hat und man musste sich ein bisschen an das Leben dort gewöhnen, aber es war sehr cool, die anderen Athleten dort zu sehen, wie die ihre Routinen machen, wie die trainieren und definitiv was sehr Besonderes, glaube ich, auf diesem olympischen schwimmenden Dorf mehr oder weniger sich aufzuhalten und dort zu wohnen. Das hast du sehr schön gesagt, Camilla. bei mir persönlich war es so, ich bin auf den Kanaren geboren, genauer gesagt auf Fuerteventura. Wer schon mal dort war, kennt es. Es ist eine sehr kleine Bubble, es ist mehr oder weniger eine Wüsteninsel, woraufhin ich mich mit 16 entschieden habe, ein bisschen internationaler anzutreten und dann war es Martin Walz, unser Sportpsychologe und Trainer, der dort drüben steht, der mich an das deutsche Fördersystem rangeführt hat und bewiesen hat, dass man mit den richtigen Unterstützungen und der richtigen Leuten an seiner Seite schafft, einen 16-Jährigen in 4 Jahren zur Olympia zu bringen. Es war nicht immer leicht, aber ich glaube, ich hatte Glück, dass er mich gefunden hat oder umgekehrt, ich weiß es nicht, aber es war ein wunderschöner Weg und der Weg ist noch nicht vorbei, es wird weitergehen bis LA 28 und darüber hinaus. Und was meine Staatsbürgerschaft angeht, ich bin nur Deutscher, ich habe nur einen deutschen Pass, beide meine Eltern sind deutsch. Ich hätte die spanische Staatsbürgerschaft gegen die deutsche einwechseln können, aber habe mich klar dagegen entschieden. Ja, ich bin in Portugal groß geworden. Es ist natürlich, als Surfer muss man sich so ein bisschen eine andere Location aussuchen. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich an der Küste in Portugal aufgewachsen bin, dort dann direkt zum Surfen gekommen bin und es war alles super natürlich und gehört irgendwie zu meinem Alltag dazu. Und ich habe dann auch meine Junior-Karriere für Portugal gesurft und der Wechsel war dann in 2018. Ich war mir sicher, dass ich das für meine Karriere auf jeden Fall brauchte. Einfach mehr Unterstützung, ein wunderschönes Team hinter mir, die mich von Anfang bis Ende unterstützt haben, eine neue Familie, die ich gefunden habe mit meinen Teamkollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, das ist genau das, was man braucht im Surfen. Es ist eine Individualsportart, aber es geht um alle Menschen, die drumherum sind und die machen das möglich. Und das hat mir eben Deutschland gegeben und es hat mir super viele Türen geöffnet. Und deswegen bin ich super dankbar, dass das so natürlich passiert ist und so schön auch für meine Karriere war.
Wir wollen auf jeden Fall alle deutschen Athleten unterstützen und unsere positiven und guten Vibes reinbringen. und einfach alles mitnehmen, was man so mitnehmen kann. Olympia ist einmal jede 4 Jahre, für manche ist es das einzige Mal. Wir hoffen natürlich, dass wir bei LA 28 wieder dabei sind, aber wir wollen das jetzt alles erstmal ausnutzen und diese Riesenerfahrung einfach so gut wie möglich leben. Ja, also für uns war es erstmal schon mehr oder weniger ein Wunder, also eine Cinderella-Story, dass wir 2 deutsche Athleten an die Weltspitze gebracht haben und zu Olympia. Nichtsdestotrotz haben wir uns sehr wohlwissend vorbereitet, um auf eine Medaille zu gehen. Im Endeffekt hat es leider nicht geklappt. Für mich persönlich hat dieser Wettkampf sehr viel Wachstum bedeutet. Ich habe sehr viel Neues dazugelernt, weil wir halt auch selten in so einem Umfeld sind, wo die Wellen so perfekt sind, wo alles so strukturiert ist, man so gute Gegner hat auf so einem Niveau. Und für mich persönlich, der ganze Weg seit meiner Quali bis jetzt, persönliches Wachstum und sportliches Wachstum und auch einfach sehr viel Dankbarkeit. Und klar, Surfen ist ein Lifestyle, der von vielen Leuten erträumt wird, und ich glaube, es ist ein Traumjob. Und wenn man dann noch bei Olympia dabei ist, bei so einem Wettbewerb, bei so einer Olympiastätte, ist es was Unvergessliches. Ja, ich glaube, wie Tim schon gesagt hat, Deutschland gehört nicht zu einer Surfernation, nicht zur klassischen Surfernation, und dass wir eben in Tokio 1 Athleten qualifiziert haben, jetzt 2. Ich glaube, auf jeden Fall, den Wachstum sieht man und die Resultate sieht man, und es wird jetzt zu einfach, es gibt mehr Konstanz, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Sportart einfach weiterbringen, und ich glaube, dass es ganz, ganz viel Raum gibt auch für Weiterentwicklung, und wir freuen uns, dass wir dabei waren, dass wir Geschichte geschrieben haben für Deutschland im Surfen, und ich glaube, das geht nur weiter von hier. Ich glaube, dass wir jetzt auf jeden Fall die nächsten Jahre auf Medaillen zielen können, und ich glaube, wir waren beide bereit. Wir hatten, muss ich sagen, ein bisschen Unglück mit den Wellen, aber ich glaube, wir sind uns sicher, dass wir auf jeden Fall höher kommen können und noch mehr machen können, und wir hoffen natürlich, dass wir Surfen nicht nur als Sport, aber eben auch als unsere Leidenschaft weitergeben können und Leuten zeigen können.